So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute sind wir hier. Dennis? Ja. Ich habe ein Paket für dich. Dankeschön. Ist es okay? Ihr seht gleich ein Unboxing, Leute. Aber erst kommt das Intro. Ja. So, ihr seht hier ein Paket und zwar, ja, ich sag jetzt noch nicht, was das ist. Ich habe mir erstmal Unterstützung geholt von, wer ist denn hier so hinter mir? Salut Power. Und wer bist du? Ich bin Effects Firework. Okay, dann mach doch einfach mal reiß mal dieses Paket da auf. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, wenn da jetzt irgendwas. Ja, das stimmt, mach das mal. Ich mach hier noch. Ja, ja. Springgeschlagen. Ich muss erst mal gucken, ich weiß ja auch nicht, was drin ist. Ob da eine. Okay, da ist keine Bestätigung. Okay, Leute, also, bevor mir irgendwas vorgeworfen wird, ja, ich habe mich inspirieren lassen. Von Extreme Rides, genau. Von Extreme Rides. Und auch, ja, Mr. Pyro Manager, das tut mir sehr leid. Nein, also, ich habe auf jeden Fall bei yourpyro.nl bestellt. So heißt der Shop, den habe ich euch mal auch verlinkt. Und zwar Feuerwerk. Nicht nur Feuerwerk, hier ist auch Feuerwerk, aber auch Feuerzeuge. Eigentlich hauptsächlich Feuerzeuge. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Da haben wir ja schon das erste. Pencil Torch. Alles klar. Das machst du mal auf. Ich mach das mal auf. Ey, das sieht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der schon gefüllt ist. Ah, das sah auf jeden Fall sehr. Okay, Moment. Ich krieg das hin, Leute. Oh ja, okay. Da kommt schon Gas. Oh! Ja, der sprüht durch weg. Ich muss mal. Sieht man das, dass der geht? Der ging gerade. Ich mach auf jeden Fall. Ich werde den auf jeden Fall gleich nochmal vorfüllen, nachfüllen. Ah, der ist auf jeden Fall schon mal geil. Das fängt schon mal gut an. Hier, nimm. Spiel. Du musst hier. Ja, ja. So. Der kann normale Flamme und Jetflamme. Jetzt ist er an. Ich glaube, das Gold ist wirklich alle. Ja. Deswegen habe ich auch welches bestellt. Machen wir nämlich gleich hier mit weiter. Hier ist einmal das Zippo Butan Gas. Ich glaube, das hatte ich zweimal bestellt. Hier haben wir es. Werden wir auch gleich mal nachfüllen. Aber wir machen erstmal weiter mit diesem Stück hier. Es sieht schon edel aus, oder? Oh ja. Das sieht edel aus. Geht einfach auf? Ja, geht da. Alter Schwede. Boah. Der fühlt sich gut an, der ist aber noch nicht gefüllt. Also den müsste man gleich nochmal füllen. Das machen wir auch gleich. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Zieht mal einfach hier was raus. Irgendwas. Was haben wir hier Feines? Das sind. Oh, ich sehe gerade, das ist geil. Das sind eigentlich, wie wir es im Teddy und im Kick haben, die Brenner. Ich glaube sogar vom selben Hersteller. Aber noch in dieser etwas älteren Ausführung. Also, ich weiß, früher sahen die noch so aus, aber ich habe jetzt keinen Vergleich für einen jetzigen, deswegen tut mir das leid. Die werden wir aber auch gleich mal aufmachen. Aber ich sehe jetzt erstmal noch die hier. Die sehen nämlich auch gut aus. Wenn die. Ach, Lava. Lava, das ist ja wieder Dynajet und so richtig massiv, ey. Fass das mal an. Ich dachte, das ist jetzt Plaste oder so. Ja, ich dachte auch, dass es Plaste ist. Das ist. Alter! Jetflame. Ja, mach mal. Mega geil, Alter. Schön massiv. Der fühlt sich auch, der hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube, hat er 3 Euro. Man sieht die Flamme kaum, leider. Ja, dann noch sein Spielzeug. Aber das Ding ist geil, wenn das. Hier siehst du, das ist die normale Flamme. Das sieht man das? Ja. Das ist geil. So. Machen wir noch hier mit weiter. Ah. Musste natürlich auch sein. Und zwar noch 3 Dumbum-Aufkleber. Hätte ich jetzt zu Hause ein Unboxing gemacht, wären die gleich an meine Kleberwand gekommen, aber ich bin ja jetzt nicht zu Hause. Das kannst du jetzt noch reinkatten. Das kann ich. Ja, stimmt, das könnte ich jetzt noch reinkatten. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein.
Und jetzt nimm mal das daraus. Das ist nämlich was, auf was ich mich sehr... Okay, auch gut. Auch gut. Die sind, okay. Hier haben wir die Fluidfontänien. Wenn man das so ausspricht, ich weiß nicht, da kommt ein Auto. So. Das ist aus Niederlande. Klasse 1 Feuerwerk von Leslie. Und hier haben wir so ein Stück. Das sind... Ich glaube, da kommt auch ein Testvideo dazu, Freunde. Also freut euch da drauf. Das sind so kleine Pfeiffontänen mit Bengalflamme. In Rot und in Grün. Haben wir hier. Was kann denn da so eine Packung? 2 Euro oder sowas. 3 Euro. Wie gesagt, ich werde euch das alles nochmal verlinken. Aber die machen auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und das Design gefällt mir auch sehr. Aber das gibt es in Deutschland leider nicht. Diese Fontänen. Schön, Blister vor allem. Ja, in einer Blisterkarte. Und ihr seht, das Paket ist leer. Aber das Video hört hier noch nicht auf, denn wir machen jetzt, wir befüllen jetzt nochmal alle Brenner und sehen uns mal gleich in einer etwas dunkleren Location wieder, wo man mal die Flammen sieht. Also bis gleich. Also, wir sind wieder in der heimischen Garage, oder auch nicht heimisch, ist ja nicht meine. Aber jetzt nochmal so ein bisschen, also der Brenner, was würdest du sagen, Salu Power, der ist auf jeden Fall. Absolut geil. Der macht einen richtig guten Eindruck und der war nicht mal teuer, ich glaube. Der kostet sogar weniger als bei uns in Deutschland, der Dynajet. Also der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Genauso wie die. Und ich hatte damit auch recht, muss ich sagen. Das sind diese etwas älteren. Die neueren haben ja so einen anderen Klicker. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein bisschen komisch. Ich werde hier gefilmt beim Filmen. Ich kann auch mal filmen beim Filmen. Ich mache ein Unboxing. Was sind das für Aufklärung? Dumbum. Ach so. Ja. So, dann nach wie vor, also dieser Brenner ist einfach nur genial. Der macht auch einen richtig guten Eindruck. Der brennt natürlich ein bisschen nach. Kann man aber auch verstellen. Ja! Und was habe ich mir noch? Ach ja, diese Pencil-Torch. Das ist immer ein bisschen schwer zu handeln. Hier kann man die Jet-Flamme zu normaler Flamme, aber ich will mal einen Jet. Dann kann man den hier anmachen. Und man muss den immer hinten drücken. Und der bleibt auch an. So, jetzt mache ich mal groß und hoffe mal, dass er nicht durchschlägt. Nein, tut er nicht. Und die Flamme geht auch aus. Das ist schön zügig, weiß. Ja, also auf jeden Fall sollte man den, denke ich mal, nicht so groß einstellen. Die Flamme zumindest. Aber trotzdem macht er auch echt einen geilen Eindruck. Ist leichter, weil das mehr Plastik ist. Aber ja, im Großen und Ganzen eine echt geile Bestellung. Und ich verlinke euch mal alles. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Video wieder. Danke für die Unterstützung. Lasst einen Daumen da. Zwei Daumen. Zwei Daumen. Ja. Zwei. Ja. Zwei. Also immer auf deinen Kommentar, was unten drin steht. In der Kommentarleiste. Da unten? Ja. Ja. Immer auf das Video. Du musst hier in die Kamera gucken. Ja. Also immer das Kommentar, was hier unten steht. Ja. Dort unten. Ja. Und dann noch fürs Video. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Und ciao.